So, Dennis, dann zeig du mal, was du kannst, wenn du so toll bist hier. Du hast die ganze Zeit gesagt, du bist super toll. Bin ich ja auch. Ich habe doch nie behauptet, ich wäre toll. So, ich würde jetzt gerne mal... Aber so, wie du rumgemeckert hast. Oh, ich mecker doch gar nicht jetzt. Hab dich mal nicht so. Ja, jetzt zunächst gleich meinen Plan, die Nacht auszunutzen und legst du erstmal schlafen, ja? Na, ich dachte, weil sonst sieht man doch überhaupt nichts. Also gut, leg dich schlafen. Wir sind jetzt in einem neuen Gebiet und ich würde... Ups, ich hüpfe ins Bett. Wir sind im neuen Gebiet und ich hätte jetzt gesagt, dass es schon ganz sinnvoll ist, da auch das ein oder andere zu markieren, wenn wir was sehen. Aber im Dunkeln sehen wir halt nichts. Also richtig, aber noch hüpfen wir halt von Hütte zu Hütte rum. Ja, das können wir ja gleich weitermachen. So, jetzt speichern wir erstmal hier. Hast du gerade durchs Schlafen? Ach so, habe ich nochmal gespeichert. So. Toll. Folge 16. Oh, ist das schön. Gut, dass ich schlafen gegangen bin. Hervorragend, fall nicht runter. Ja, mach ich nicht. Ist das geil. Aber das Licht ist echt klasse in dem Spiel. Also, die haben wahrscheinlich von den 4 Jahren 3 Jahre am Licht gearbeitet. So. Tja, oder da kam irgendwie eine richtig geniale Idee, wie man sowas darstellen kann. Ganz einfach. Ja, die haben das Raytracing erfunden. Mal eben so. So, hier ist nur Wasser. Ah, hier. Informationen. Da ist eine Pflanze. Das mögen wir doch. List of Adrenalin-Stimulantien. Aha. Okay, jetzt haben wir sie alle. Also diese ganzen grünen, braunen, roten Sachen sozusagen. Die drei. Flashy, na, alles, was irgendwie so ein bisschen, ja, die drei. Also alles so ein bisschen fleischfressend, habe ich das Gefühl. Hier so eine fleischige Wurzel, fleischfressende Pflanze und so dicke, fette, fleischige Pilze. So, was können die? Into Energy Stimulants. Allow you to sprint longer distances. Also sowas wäre eigentlich auch ganz geil, wenn wir sowas hätten, ne? Wenn das Monster mal wieder kommt, dass man dann länger wegrennen kann. Haben wir nicht sowas? Ich glaube auch, aber vielleicht kann man die ja dann irgendwie noch ein bisschen besser machen. So. Scourge Toll climbs to 100,000. Na, Son of Plague Victims has reached 100. Also, das scheint eine ziemlich große Plage zu sein. Oder Plage, ziemlich große Krankheit. Wie heißt das? Epidemie. Offensichtlich. Boah, steigt schnell die Zahl der Toten. Und der, also, wahrscheinlich sind wir jetzt nicht der Einzige, der da betroffen ist. Hier werden sie zu Hunderten abtransportiert. Ja, schön. Also wissen wir jetzt mal, dass in der Welt was vorgeht, was nicht so auf uns nur bezogen ist, auch vor allen Dingen. Getrunken haben wir vorhin erst, ne? Dann können wir ja mal direkt... Ich finde es super, dass er so ein Romantiker, also immer so einen Blumenstrauß dabei hat. So. Ne, ist hervorragend. So, gut, dann orte dich doch mal bitte. Das wollte ich gerade machen. So. Gucken wir mal ganz kurz. Also, das wird jetzt... Da fehlt noch eine Hütte. Da fehlt noch eine Hütte. Da sind 4, wir waren nur in 3. Wir waren nur in 3. Mhm. Also hinter der... Ersten. Ja. Gucken wir mal. Uno, dos. Ich glaube auf dem Hang oder so ein bisschen höher liegend. Tres. Ja, da oben. So, wie kommt man da hoch? Vielleicht hier rum. Geht hier irgendwo Weg ab, da vorne. Ach, lauf. Das könnte doch klappen. Lauf doch, Junge, lauf. Hier geht's doch lang. Hm. Aha. Dumm, die dumm. Was finden wir da wohl? Noch jemand stoppt uns? Na, oder noch ein Zettel, ja. Und. Drrrrrm. Nix. So, verschimmeltes Zeug. Gucken wir hier erstmal oben, ob hier nicht ein Monster irgendwo steht. Dann nehmen wir mit. Was haben wir da? About Potency Enhancers. Okay, also Potenzverstärker brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, auf der Insel, aber. Several plants and several functional potencies. These can be combined with... Ah. Extra Strength. Okay, davon haben wir ja eine schon gefunden, nämlich die hier. Genau. Das war die doch, ne? Die ja. Purple, also weiß-lila irgendwie. Also da gibt es jetzt noch ein paar. Ein Kaktus gibt es auch noch. Und hier oben diese Glockenblume im Endeffekt, sowas der Art. Gut, ja. Ist nur wissen wir Bescheid. Ups, das war wieder falsch. Jetzt muss ich wieder das aufmachen und das wieder zumachen. So. Genau, wissen wir Bescheid, wenn wir die finden, dann wissen wir, was wir machen können. So. Gut, dann orte dich doch mal. Gehe ich mal hier so hin. Damit wir wissen, wo wir sind. Das wäre gut zu wissen, ja. So. Hä? Achso, ich muss ja X drücken. Ich rangezoomt mit Y. Ich habe das auch schon Weiche nicht mehr gespielt. Ich darf so einen Quatsch machen. Warte, wie lange ist das her? Eine halbe Woche? Eine halbe Woche. In der Zeit habe ich völlig andere Sachen gespielt. So. Gucken wir mal. Also wir wollen jetzt im Endeffekt... Wollen wir da runter?
Aber ich frage mich, ob wir nicht erstmal da hinten nach links zu dem anderen Lager hin wollen. Aber was wollen wir denn da? Ja, da führt so ein Weg hin. Also ich würde mal nachgucken. Okay. Das ist ja eigentlich nicht weit, ne? Also, das dauert zwei Minuten. Stück den untertreib mal nicht. So schnell bin ich nicht. Wenn du abkürzt und geradeaus gehst. Ich kürze in diesem Spiel nicht mehr ab. Hier jetzt, jetzt einfach nach links. Dann kommst du schon irgendwo hin. Ja. Hier so? Ja. Okay. Also, einfach mal probieren. Ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Ach, komm doch nicht mit so einem Sprüchen. Du willst doch nur, dass ich schlecht aussehe in meinen Folgen. Boah, stimmt, schön doch gar ist nicht. Das hier. Ja. Siehst du, dieser Anblick wäre unseren Zuschauern entgangen. Ja, ich wette... Die lila Blüten am Boden können wir nicht mitnehmen, ne? Nee, die sind Deko. So Bodenblumen scheinen meistens Deko zu sein. Die nur so ganz flach wachsen. Ist da runter? Ja. Ich würde da jetzt erstmal nicht runterspringen. Ja, bleiben wir mal hier. Oh, hier geht's ja auch direkt in der Höhe weiter. So, könnte hier jetzt mal irgendwie was sein, wo man sich orten kann? Schau mal, da hier, da. Da sind sogar zwei Sachen, Mensch. Ich glaube, an der Eulenstatue kannst du dich nicht orten. Ach, scheiße. Ja, das ist auch noch nicht da. Da ist ein Baum. Ja, super, danke. Aber ich gehe jetzt mal da hoch. Genau, guck mal, die Bäume sehen da auch interessant aus, ne? Ja, so ein bisschen heller. Wenn ich gleich anfange zu niesen, Leute, ich bin gegen Birken allergisch. Sehen zwar nicht ganz aus wie Birken, aber was ist denn das dann, wenn man da... Ich weiß es nicht, das ist von den Ureinwohnern der Lassenschaften. Tolle Ureinwohner sind das. Wenn du hier in der Nähe bist, kommen wir und holen dich und essen dich dann. Aha. Vielleicht ist die Eule das Zeichen der, des Mittags bei ihnen oder so. Mittagessen. Okay, das ist schlecht, hier komme ich nicht weiter. Ah. Robert, mach keinen Quatsch. Geh jetzt rechts an dem Baum vorbei. Komm. Springen, rennen, springen, ja. Gut, aber wenn du hier runter gehst, müsstest du genau auf dem Weg landen, ne? Wenn du dich hier runterrollst. Wenn ich hier runterfalle, dann runterrollen. Vorsicht. Hier, guck mal, hier ist es nicht so schlimm. Ah, bremst doch! Jetzt hast du dich ja doch runtergerollt. So ein Spacko, echt. Aber, oh. Da, wir sind da, siehst du? Yes! So macht man das. Mit dem Kopf voran. Rein ins Vergnügen. Was ist hier? Eine Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste ist langweilig. Eine lame Kiste. Ruckel, die Ruckel. Okay. So, hier können wir... Speichern. Speichern. Musst du bloß das Holz greifen und reinlegen? Ja, versuche ich. Komm. Ah, da ist auch eine Fackel. Guck mal. Ach, tatsächlich. Können wir uns mal mitnehmen. Also die kann man nicht bauen, die kann man offensichtlich finden nur. Ja. Aha. Okay, dann haben wir auch das geklärt. Das Rätsel wurde gelöst. So, ist hier noch was? Hier sind eine offene, leere Kiste. Und Speichermöglichkeit, aber gespeichert haben wir ja schon. Und da ist ein blauer Tisch drin und? Und nichts. Nichts? Gar nichts. Danke, Nick. Das hat sich ja nicht gelohnt. Gut, dass wir hier hingelaufen sind. Aber das waren auf jeden Fall zwei Hütten. Mehr so durften es auch nicht sein, ne? Genau, jetzt kannst du dich nochmal orten, weil da ist ja nicht so viel, ne? Ja, kann ich mich orten? Das ist ja die Frage. Eins. Und... Kann ich die hier auch nehmen? Ja. Ja. Wunderschön. Ja, manchmal hat er sich ja so ein bisschen komisch, wenn zwei Sachen zu nah beieinander sind. Und? Ach. Und das hat sich gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja, und mit ein bisschen Glück kannst du sogar auch noch die Statue markieren. Die da? Auf dem Berg. Wo wir runtergerollt sind. Siehst du die? Nee. Nee, aber ich kann da ja ein bisschen in die Richtung zurückgehen. Mit der geilen Fackel hier. Am helllichten Tage. Ja. Da geht's nicht. So, da ist die Eulenstatue. Du bist durstig. Ah, okay. Ich dachte schon gerade, was hat mich jetzt angegriffen, aber der Durst. Mich heimtückisch attackiert von hinten. Gemeinheit. Hat dir in den Rücken gestochen. So ist das. Also, toll. Diese Büsche sind auch sehr hilfreich, weil man dadurch natürlich überhaupt die gar Hütten nicht mehr sieht. Na egal. Ich gehe da jetzt mal hoch, vielleicht sehe ich ja dann. So wichtig ist das ja auch nicht. Nee, erstmal müssen wir ja sowieso nach Riegel. Also da ist jetzt der Kopf. Ja, siehst. Okay, hervorragend. Ups, das war die Uhr. Jetzt. So, eins. Zwei. Und noch die. Ja, danke.
aber nochmal. Und jetzt ist er auch schon drin. Jetzt ist er auch schon drin. Ja, genau. Bravourös. Schön. Gut, dann lauf doch wieder zurück zum Lager. Da lang, oder? Ja, grob. Ganz grob. Ah, nicht zu schnell. Jetzt sieht man mal schön die Bodentexturen hier. Ja. Schön als Netz drüber gelegt. Ja. Aber man will sich ja nicht beschweren. Da war die Reichweite fürs Gras einfach noch nicht hoch genug. Ja. Von nahen sieht es ja ganz hübsch aus, aber... Ja. Na, erst wenn das Gras noch nicht drüber ist, sieht man es halt. So, hier ist ein Weg, also ist der Weg wahrscheinlich richtig, denke ich mal. Da sind wir auch schon lange gelaufen, denke ich. Du erkennst da echt was wieder. Ja. Sieht auch alles gleich aus. An dem Vogel sind wir vorhin schon vorbeigelaufen. Unter dem Eichhörnchen und an dem da, was genauso aussieht. Quadrat Demonstrando. So, hier sind zwei Wege. Welchen sind wir langgelaufen? Zweifel den nach oben. Wenn wir von hier kommen, dann den nach rechts. Genau. Also. Da sag ich ja, den nach oben. Du hast immer so interessante Ausdrucksweisen, den nach oben. Ich hätte es gesagt, den nach rechts, wenn ich eine Weggabelung habe. So. Und jetzt nach links. Okay. Ja, stimmt. Also hier sind wir auf jeden Fall lang gekommen. Genau. Das ist ja können wir sogar noch mal so eine lilane Pflanze mitnehmen und ins Lager legen. Was, ja? Nee, die lilanen so. Vorhin, die hier. Ah, ja, stimmt. Damit wir uns noch woanders auch das bauen können. Mhm. Genau. Verstärkte Medizin. Weil die weißen Pflanzen sind ja auf jeden Fall überall, aber die lilanen haben wir ja in dem anderen Camp noch nicht gefunden. Richtig, also diese Verstärker, die haben wir bisher nur hier, seit wir auf der Suche nach Agent X sind, gesehen. Kann sein, dass wir sie übersehen haben, aber ich glaube schon, tendenziell. Ich weiß ja, ist schlecht, aber sind wir eigentlich schon Agent K begegnet? Bam, bam, bam. So, was hier vorne so Pilz nimmst du raus. Ja, die haben wir bisher noch nicht wirklich. Genau. Ach, komm. So. Supi. So, wir mussten aber schon länger keine Medizin mehr nehmen, kann das sein? Ja. Schon ganz schön lange her. So, jetzt müssen wir... Aber malst nicht an die Wand, ne? Nee, wird gleich passieren, denke ich auch. Genau, jetzt müssen wir hier hin vorbei und uns irgendwie so durch die Wildnis. Ja, so die, vielleicht einfach der Reihe an Häusern folgen, so genau. Halbwegs, dann kommen wir ja da so zum Weg wieder. Also folgen wir dem Weg hier sozusagen. Ja, ist ja hier sogar so ein bisschen wegmäßig. Ja, ach, so. Ist sogar richtig wegmäßig. Und nur, dass der nicht eingezeichnet ist, aus irgendeinem Grund, die paar hundert Meter. Hätte er ruhig noch einzeichnen können, die Karte, ne? Ja, Quatsch, komm. Wenn er so schon so einen Stift und alles dabei hat und eine blaue Strichelinie malt. Ja. Also so richtig, also ich muss sagen, als jemand, der weiß, wie Kartografie in der Realität funktioniert und der auch schon mehrere Kartierpraktika hinter dem Zaun? Im Gelände gemacht hat. Gar nicht. The other side of the Zaun. of the Zaun. Sehr schönes Wort. Der kann nur sagen, wie so richtig gut kartiert ist das hier alles nicht. Das geht besser. Ja gut, aber ich glaube auch nicht, dass er Geologie studiert hat, ne? Naja, das reicht ja schon, wenn Geodäsie studiert hat, der Typ. Das hat er auch nicht studiert. Wahrscheinlich nicht. So, also theoretisch, du hast einfach geradeaus dem Weg folgen, genau. Der da ist. Ne? Laut Karte gibt es ja nur einen Weg, aber die Karte ist ja auch nicht so optimal, wie wir schon festgestellt haben, aber vielleicht kommen wir ja an. So, wir müssten ja dann jetzt, hier ist was, hier ist ein Trampelpfad. Ich würde jetzt den Weg hier lang gehen. Genau. Dumm. Einfach machen, nicht drüber nachdenken. Es ist kein Wunder, dass du dein Leben so erfolgreich lebst. Hüpf. Oh, kommen wir hier auch mal an. Alle Töne von Ironie höre ich jetzt einfach mal raus, ne? Ja. Mach das. Genau wie Fraps Grafikfehler rausrechnet. Ja, das ist doch lieb von denen, oder? Ja. Wir haben ja hier wirklich immer so einen kleinen Grafikpack, wenn er das Feuerzeug im Dunkeln anhat. Dann ist da so ein grünes Quadrat oder Rechteck um das Feuerzeug rum, so ein eindeutig grafikfehlermäßiges. Aber Fraps taucht das nicht auf. Also bei euch. Also bei euch, wenn ihr euch das anguckt, ich guck mal, ich wollte hier mal kurz runter gucken. Aha. I see. Ah, da ist drücken. Sehr gut. Ups. Er hängt am Baum fest. Jetzt. Ach, Robbie, geh weiter. Ja, also ihr habt das Glück, dass ihr die fertigen Videos seht und euch solche Grafikbugs erspart bleiben. Warum auch immer Fraps die rausrechnet. Genau. Oh, eine Statue, orte dich. Und noch eine Statue und noch eine. So viele Hütten. Und die sind alle nicht drin, die Statuen. Ups. So. Eins. Zwei.
Ja, danke. Vielleicht kriegen wir die Statuen jetzt? Nein, natürlich nicht. Schön. So. Ja, dann müssen wir nachher nochmal rumlaufen. Ja. So. Wie denn, kriegst du die oder soll ich dir helfen? Vorsicht. Die kriege ich auch noch. Na Mensch, wieder zwei neue Sachen, die wir noch nicht... Hervorragend. Das hier ist... Können wir nicht. Das ist eine Eulenstatue. Das ist ein Baumstamm. Das ist ein Baum. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Okay, gut. Dann geh doch mal da rein. Geh ich doch mal da rein. So, hier ist eine Anleitung, wie man Sachen herstellt. Hier ist unser Zeug, das sich immer magisch hin teleportiert. Und genau, da ist nochmal ein Zettel. Ein Brief oder ein Zettel. Developing the Adjuvant. Das ist ja schon recht praktisch. Das könnten wir vielleicht gebrauchen. Agent Z. Okay. Okay. Das ist was Neues. Will yield a quantity of Agent Z, the Adjuvant, when combined with specific pharma agents, this service, serves to enhance the immune response of the patient. Primary materials. Amorphallus Vaporum Flower. Die suchen wir doch gerade, oder? Wir suchen alles. Und das Viri Plant. Ich weiß nicht, welche Pflanze wir genau suchen. Ja, okay. Gut. Haben wir wieder eine Information mehr? Das ist ja schon mal ganz gut. Genau, wir haben zu Agent X noch keinerlei Informationen, witzigerweise. Hier eingetragen, meine ich. Ja. Bisschen komisch, obwohl wir gerade auf dem Weg dahin sind und auch schon zwei, drei Sachen darüber gelesen haben. Na, vielleicht war es die ganze Zeit Agent Z gewesen, glaube ich. Agent X hatten sie nie gesagt, wir haben bloß angenommen, dass... Okay. Naja gut, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Hier ist ja was, offensichtlich. Hier geht's weiter. Ja. Also kann es nicht so falsch sein. Was ist das hier? Die haben wir noch nicht, oder? Upsa, nicht vorbeirennen. Hallo, bleibst du stehen. Mitgenommen. Und? Ja, und die war neu, sag ich doch. Eine Lilie. Hm. Ah, wieder nur so eine pinke. Ist bestimmt wieder nur eine Heilpflanze. Naja, oder so eine Ergänzungspflanze. Heilergänzung. Die war jetzt ja auch lila. Stimmt. Also, untersuch's einfach mal. Gucken wir mal. Have a look. Nein. Nein. Ja. Das ist ja immer... sie mal in den Tisch legt. Ja. Auch nicht so optimal. Die Kollisionsabfrage, aber gut. Und was haben wir? Wir haben Basic Medicine. Sag ich doch. Ja, eins von beiden muss das ja irgendwie sein. So. Ja, gut, pack's ein, nimm's mit. Nehmen wir mit. Ja, schade, dass man nur 6 Plätze hat hier, ne? Also, ja, lass es drauf. Wir haben genug Weißes drin. Ja, ich denke auch. So. Dann mal in die nächste Hütte. Wie sieht's mit der Folgenlänge aus, Nick? Oh, ja, das kann ich auch nicht machen in der nächsten Folge. Oh, guck mal. Hier haben wir aber noch jemanden. 18 Minuten. Aha. Vorne erstochen und eine Flaschenpost. Nee, das gucken wir uns jetzt aber hier noch an. Nein. Ach, das sind Steine. Aber das ist doch... Hä? Man wird doch diese Flaschenpost nehmen können, oder? Nein. Das ist doch totaler Quatsch, dass man die nicht nehmen kann. Also, ja da gut, das sieht auch ein bisschen komisch aus. Da kannst du dran speichern. Echt? Ja, guck doch mal, wenn du jetzt... Hier die kann ich anzünden. Da. Nee, da kann ich alles fallen lassen. Na okay, wir brauchen das ja auch alles. Ja nicht. Gut, aber gut. Sehr strange. Also ich dachte, die Fackel noch wieder mit? Ist das diese Isabella vielleicht? Mag sein. Also wir haben bisher noch nicht von so vielen Frauen... Aber guck mal, sieht ziemlich zufrieden aus, ne? Ja, eigentlich ganz glücklich. Hervorragend. Ja gut, dann... ist die nicht mehr. Trink noch einen Schluck. Trink noch einen Schluck und dann... Es ist ja auch mitten am Tag. Ja. Dann müssen wir die jetzt nicht wirklich anzünden. Aber es sorgt für eine schöne Lichtstimmung. Nick guckt sich nächstes Mal die nächste Hütte an und wir suchen dann Agent Whatever. Genau. Macht's gut.